So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom eKiwi-Blog. In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie wir auf einem Computer, einem Laptop ohne Betriebssystem Windows 11 installieren können. Einerseits ohne Betriebssystem oder wenn man sich einen Laptop kauft ohne Betriebssystem, da ist meistens FreeDOS vorinstalliert. FreeDOS ist ein DOS-Betriebssystem, DOS war in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, sehr populär. Heutzutage kann man damit nichts mehr anfangen und für mich hat sich auch immer die Frage gestellt, warum installiert man dann sowas da vor? Dahinter steckt im Prinzip eine vertragliche Sache, die die Laptop-Hersteller Microsoft abgeschlossen haben. Und da hat Microsoft gesagt, nein, ihr dürft eure Dinger nicht ohne Betriebssystem ausliefern. Aber anscheinend können sie da ein beliebiges Betriebssystem draufpacken und schon passt das Ganze. Und deswegen wird dann häufig FreeDOS drauf installiert, da muss man sich auch nicht um Treiber und solche Geschichten kümmern und dann gibt es das quasi ohne Betriebssystem. Wie gesagt, anfangen kann man damit nichts mit dem Betriebssystem so wirklich, aber man sieht zumindest, dass der Computer startet. Und man spart da ein paar Euro gegenüber einem mit Windows und wer noch eine Windows-Lizenz irgendwie rumliegen hat, der kann sich dann Windows einfach drauf installieren. Und das machen wir jetzt. Was brauchen wir für die Installation? Drei Dinge. Das erste ist ein USB-Stick. Der muss nicht besonders speziell oder groß sein, 16 GB reichen, ich glaube 8 GB müssten auch noch ausreichen. Dann brauchen wir ein Installationsmedium von Windows 11, was Microsoft hier netterweise auf der Homepage anbietet. Man kann sich das hier einfach herunterladen. Der Download selber ist kostenlos, allerdings benötigt ihr dann später für die Installation und Aktivierung einen gültigen Lizenzschlüssel, den ihr entweder dann schon habt von Windows 10, Windows 7 oder eben ein Windows 11 Lizenzschlüssel oder ihr könnt den dann später auch kaufen im Internet. Ja, wir laden jetzt hier das ISO-Image von Microsoft Windows 11 herunter. Kann man jetzt hier einfach machen. Ich klicke hier den Download, wähle ich hier aus. Gibt es nicht so viel zum Auswählen. Klicke dann hier herunterladen an und dann wird mir hier ein der Download generiert im Prinzip, der Download-Link und ich kann jetzt hier noch die Sprache festlegen, Englisch, Deutsch oder was auch immer. Das Ganze bestätige ich und dann wird mir hier ein Download-Link generiert und ich kann dann hier die ISO-Datei hier herunterladen. Ich breche das jetzt hier mal ab, weil ich das schon gemacht habe. Als nächstes benötigen wir noch eine kleine Software zur Erstellung des USB-Sticks. Hier empfehle ich die Software Rufus. Die kann man sich hier unter rufus.ai kostenlos herunterladen. Hier einfach die portable Version downloaden. Den USB-Stick stecke ich jetzt hier mal an und dann starten wir einfach Rufus. Da ist es auch schon, das ist die Benutzeroberfläche von Rufus und hier oben wähle ich das Laufwerk aus, also mein USB-Laufwerk. Ganz wichtig, hier das richtige Laufwerk auswählen, weil das Ding wird komplett gelöscht. Ja, also falls da noch wichtige Daten oben sind, die vorher am besten runtersichern. Dann muss ich hier das Medium auswählen, das ist jetzt hier unsere ISO-Datei, die wir gerade heruntergeladen haben. Einfach auswählen und dann wird der Rest hier im Prinzip schon automatisch ausgefüllt und wir müssen eigentlich bloß noch auf Start drücken. Es kommt noch so ein kleines Fenster, das ist jetzt neuerdings bei Rufus hier mit dabei, dass ich hier eben diesen Haken gesetzt haben kann, der es eben erlaubt, dass ich Windows 11 auch auf Systeme installieren kann, die nicht die Systemanforderungen erfüllt. Also auf Systeme, die keine 4 GB RAM haben, die keinen Secure Boot haben und auch kein TPM 2.0. Also mit dieser Option hier könnt ihr dann Windows 11 auch auf älteren Computern installieren. Wir klicken OK und dann legt das Ding im Prinzip auch schon los und erstellt uns dann hier unseren USB-Stick. Es kommt noch eine kleine Abfrage, dass alle Daten gelöscht werden. Ich hatte es ja schon gesagt, das noch mit OK bestätigen. Gegebenenfalls kommt noch eine Warnung, falls hier mehrere Partitionen auf dem Stick sind. Auch das hier bestätigen. Aber wie gesagt, das Ding wird komplett platt gemacht. Und jetzt legt er los, dauert ein bisschen, spulen wir vor. Jetzt sind wir fertig, USB-Stick ist erstellt, können wir ihn abziehen und dann können wir auf unserem Laptop oder anderen Computer Windows 11 installieren. Ja, hier ist jetzt unser Rechner mit FreeDOS. Hier ist mein USB-Stick, den stecke ich jetzt hier mal an. Im Prinzip ist es auch egal, ob da jetzt FreeDOS oben ist oder nicht. Das spielt jetzt hier gar keine Rolle, weil die Vorgehensweise ist prinzipiell die gleiche. Das Erste, was wir machen, ist, wir schalten den Computer mal aus und schalten ihn danach wieder an. Und was wir jetzt machen müssen, ist das Bootmenü aufrufen. In dem Fall muss ich jetzt hier Enter drücken, um das Bootmenü aufzurufen. Und hier habe ich jetzt hier F12 to choose temporary startup device. Das mache ich jetzt hier mal. Und das ist bei jedem Computer ein bisschen anders. Bei einigen Computern muss man F10, F12 drücken, ab und zu mal Escape. Einfach mal schauen nach dem Computermodell im Internet, Google, wie komme ich da in das Bootmenü hinein.
Und hier ist jetzt mein Bootmenü, wo ich jetzt hier eben von meinem USB-Stick hier booten kann. USB-HDD, Samsung Flash Drive ist jetzt in meinem Fall jetzt hier der USB-Stick. Mit Enter bestätigen und dann startet auch schon die Installation. Im ersten Schritt kann ich hier die Installationssprache festlegen, beziehungsweise auch nicht. Wir hatten ja quasi das Ganze hier als Deutsch heruntergeladen. Da können wir an der Stelle einfach nur weiterklicken. Und dann wählen wir hier natürlich jetzt installieren aus. Es folgen die Lizenzbedingungen, die akzeptieren wir natürlich und klicken auf Weiter. Und bei Installationsart, da wählen wir hier unten Benutzer definiert aus. Das machen wir jetzt hier. Und jetzt sehen wir hier die Partitionierung unserer Festplatte. In dem Fall haben wir jetzt hier bloß eine Partition. Es kann auch sein, dass hier mehrere angezeigt werden. In dem Fall alle einzeln auswählen und jeweils löschen. So dass dann hier da steht nicht zugewiesener Speicherplatz. Und wenn das da steht, dann kann ich hier einfach auf Weitergehen und Windows wird installiert. Also Windows, die Installation, die konfiguriert automatisch die Festplatte, partitioniert das richtig und richtet das ein. Und jetzt werden jetzt hier die Dateien auf die Festplatte bzw. SSD kopiert. Der Computer startet dann irgendwann automatisch neu und dann geht die Installation automatisch weiter. Den USB-Stick, den können wir dann schon abziehen. Ja, und dann geht es auch schon weiter mit der Einrichtung bzw. Konfiguration von Windows. Hier gibt es ein paar Schritte, die müssen wir jetzt hier machen, wie zum Beispiel die Auswahl der korrekten Region, dann das Tastaturlayout, Deutsch passt an der Stelle, hat auch schon richtig ausgewählt, ansonsten von der Liste hier das Richtige auswählen. Zweites Tastaturlayout brauchen wir in den seltensten Fällen, deswegen lasse ich das jetzt hier an der Stelle mal weg. Und dann kommt die Netzwerkverbindung, da können wir dann Verbindung zu einem WLAN herstellen. Mache ich jetzt hier mal und dann geht's auch schon weiter. Er prüft jetzt hier auf Aktualisierungen, guckt, ob vielleicht Updates schon verfügbar sind. Dann können wir hier den Namen des Gerätes eingeben, nenne ich jetzt einfach hier nur mal Laptop und bestätige das mit Enter. Und dann, wie heißt es wieder, warten. Also man muss sehr viel warten, weiterklicken, warten. Je nachdem, was ihr installiert, Windows Pro oder die Home-Version, ist es jetzt ein bisschen unterschiedlich jetzt hier. In der Home-Version gibt es diese Unterscheidung nicht. Da kann man das Ganze nur für persönliche Verwendung einrichten. Hier in der Pro-Version, da kann man das eben sich auswählen, ob ich das Ganze hier mit einem Firmenkonto verbinden möchte. Ja, hier haben wir jetzt die Möglichkeit, uns mit unserem Microsoft-Konto anzumelden. Mache ich jetzt hier mal und dann machen wir mal weiter. Und dann folgen einfach nur noch ein paar Fragen, ob ich jetzt irgendwelche Standortdienste nutzen möchte, Gerät suchen. Da kann ich dann entsprechend auswählen, was ich möchte oder eben nicht. Ist ein bisschen nervig, die vielen Fragen, die Microsoft jetzt hier noch hat, aber die einfach dann hier an der Stelle durchmachen. Und dann sind wir auch schon fast am Ziel. Ja, jetzt kommt noch ein bisschen Einrichtungskram. Einfach abwarten und dann sollte gleich der Desktop erscheinen. Ja, und dann sind wir auch schon am Ziel. Hier sind jetzt hier auf dem Desktop. Windows 11 ist installiert. Gut, das war's auch schon. Windows 11 haben wir installiert. Man sieht, es ist gar nicht so kompliziert und die Methode funktioniert, wenn kein Betriebssystem oben ist. Wenn Windows oben ist, funktioniert es im Prinzip genauso. Und wenn FreeDOS installiert ist, auch. Einfach die Partition löschen und das Ganze drüber installieren. Eine Sache ist mir jetzt nur aufgefallen, die ist jetzt hier im Video gar nicht zu sehen gewesen, und zwar die Eingabe des Keys. Der Grund war, dass ich auf dem Rechner hatte ich schon mal Windows 11 drauf installiert und auch aktiviert. Das wird dann entsprechend im BIOS hinterlegt und dann muss ich beim erneuten Installation den Key nicht mehr eingeben. Falls ihr das noch nicht habt oder der Rechner frisch ist, dann kommt nämlich bei der Installation, das zeige ich jetzt hier nochmal, die Aufforderung, einen Key einzugeben. Hier gebe ich dann den Produktkey ein für die Home- oder die Professional-Version und je nachdem, das wird dann installiert. Oder ich kann auch sagen, ich habe keinen Product-Key, dann kann ich die Installation ebenfalls weitermachen und dann hier im nächsten Schritt die entsprechende Edition auswählen, die ich installieren möchte. Hier eben die Home-Version, die Pro-Version oder eben auch die N-Version. Bei den N-Versionen, das sind so ein bisschen abgespecktere Versionen, da fehlt dann zum Beispiel die Media Player-Komponenten. Und hier installiert ihr dann einfach die Option, für die ihr dann später den Key kaufen wollt bzw. eingeben wollt. Also das könnt ihr dann später, wenn Windows installiert ist, immer noch nachträglich machen, da entsprechend den Produktschlüssel eingeben. Und in diesem Sinne war es das Ganze. Ich packe noch einen Link unten mit rein, da kann man das alles auch nochmal nachlesen. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom EQB-Blog.